Die von der Enquete-Kommission 6.1 erarbeiteten Handlungsempfehlungen waren Ergebnis eines sehr vieler Gespräche, sehr vieler Vororttermine mit unterschiedlichen Akteuren. Das wurde hier zum Teil schon angesprochen in den ländlichen Regionen unseres Landes. Leider, und das finde ich sehr schade, leider gibt der vorliegende 71-seitige Bericht zur Umsetzung jedoch nur vor, große Teile umgesetzt zu haben. Zumeist werden nur verschiedenste Programme und Konzepte herangezogen, die es ohnehin schon gab. Ich bin deswegen Herrn Philipp dankbar für seine Ausführung, dass er eben gesagt hat, man könne oft den Bezug nur schwer herstellen. Es wäre ihm nicht leicht gefallen, genau das ist der Punkt. So heißt es zum Beispiel hier, seit dem Abschlussbericht der Enquete-Kommission im Jahr 2019 hat sich die Situation in den Regionen des Landes Brandenburg deutlich verändert. Brandenburg hat sich in den letzten Jahren angeblich gut entwickelt, was sich auch räumlich ausgewirkt hat. Zitat Ende. Da hat die Landesregierung selbst ausgeführt, dass sich die Situation in Brandenburg deutlich verändert hat, stellt sich aber nicht die Frage, ob der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion, der LEPR, eigentlich entsprechend angepasst werden müsste und schon gar nicht wo und wie genau. Hier müssten Vorgaben enthalten sein, wie auch die ländlichen Regionen hinter den Städten der sogenannten zweiten Reihe noch entwickelt und mitgenommen werden können. Zumindest Strategien zur Sicherung der verschiedenen Dimensionen der Daseinsvorsorge sind dringend überfällig. Davon lesen wir im Bericht leider nichts. Weiterhin Zitat, durch die zukunftssichere Entwicklung der zentralen Orte wird ein wichtiger Beitrag dazu geleistet, in allen Landesteilen gleichwertige Lebensverhältnisse zu ermöglichen. Das ist nämlich eigentlich das Ziel. Zitat Ende. Ist das wirklich so? Wenn beispielsweise der Hausarzt in einem grundfunktionalen Schwerpunkt in Rente geht, fällt die Funktion weg. Wie ist dann der umliegende Raum noch hinsichtlich der Zielstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse aufgestellt? Lesen wir irgendetwas zum Thema die gesundheitliche Versorgung in den ländlichen Flächen angesichts des Praxissterbens irgendwie anzugehen? Es gibt, trotzdem gibt es die angekündigten Maßnahmen zur erleichterten Gründung von medizinischen Versorgungszentren und kommunaler Trägerschaft, das steht im Bericht drin, noch immer nicht. Warum gibt es noch immer kein Förderprogramm zum Bau oder Ausbau von medizinischen Versorgungszentren für die Landkreise? Warum hat die Landesregierung dazu noch immer keine grundsätzliche Übereinkunft mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgeschlossen? Bei dem Thema Mobilität ohne Auto wird es nicht besser. Da ist es nämlich eher so, dass es immer schwieriger wird mit der Mobilität mangels Finanzen. Warum gibt es hier kein Förderprogramm zur flächendeckenden Einführung von On-Demand-Verkehren für die Landkreise? Denn nur damit können wir die ländlichen Flächen und Regionen wirklich erschließen und mobil gestalten. Wo bleibt die klare diesbezügliche Vereinbarung mit dem VBB? Bei der Einzelhandelsversorgung wird infolge immer mehr Schließungen von Geschäften, zum Beispiel Bäckereien oder vieler anderer, die Situation immer schlechter. Was ist die Antwort Ihrer Landesregierung auf dieses Problem? Im Bericht lesen wir dazu nichts. Das Angebot an staatlichen Einrichtungen wird durch die Zusammenlegung von Verwaltungen oder Bündelung von Aufgaben angeblich zur Effizienzsteigerung immer weiter ausgedünnt. Haben Sie nichts aus der gescheiterten Verwaltungsgebietsreform gelernt aus der letzten Legislaturperiode? Die Menschen wollen Ansprechpartner vor Ort, so wie es die ehrenamtlichen Bürgermeister oder Ortsvorsteher anbieten. Warum wird diese räumliche Präsenz vor Ort nicht auch durch die Kreisverwaltung zumindest tageweise genutzt? Sind die Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter vollkommen an Ihnen vorbeigegangen? Dazu lesen wir nur, Digitalisierung und Strukturentwicklung im ländlichen Raum sind zentrale Themen im Digitalprogramm 2025. So, nun wissen wir, dass dieses Digitalprogramm so gut wie nicht umgesetzt ist. 6 von 83 konkreten Vorhaben sind gerade mal umgesetzt. Und über die Realisierung von Smart Cities und Smart Regions mit den entsprechenden Risiken wird hier nicht mit den Bürgern diskutiert. Wo findet die diesbezügliche Diskussion statt? Unsere Kommunen werden bei dem Thema Sicherung einer guten Bildung unserer Kinder völlig im Regen stehen gelassen. Das hatten wir heute im Rahmen des Nachtragshaushalts schon einmal. Denn da gibt es ja das Förderprogramm KIPP Schulen, was mit 70 Millionen Euro finanziert wurde. Sie schreiben selber in dem Bericht, dass es 168 Anträge mit einem Volumen von 670,5 Millionen Euro gab. Das heißt, das Programm war im letzten Jahr 9,6-fach überzeichnet. Was ist Ihre Reaktion, alle Änderungsanträge der KIPP-Schule aufzurüsten und finanziell weiter auszustatten, wurden abgelehnt, auch heute Vormittag wieder. Wo ist Ihre Reaktion darauf, beispielsweise im Nachtragshaushalt 24? Und diese Themen könnten wir jetzt weiter beleuchten. Insgesamt vermittelt der Bericht den Eindruck, als ob auf die umzusetzende Empfehlung des Berichts der Enquete-Kommission 6.1 lediglich mit einer langen und breiten Aufzählung von ohnehin vorliegenden Problemen und Konzepten reagiert werden kann.
und die von tatsächlicher Umsetzung fehlt leider jede Spur. Also im Wesentlichen Aktivitäten vorgetäuscht, Papier ist geduldig, reine Symbolpolitik. Die Menschen vor Ort fühlen sich weiterhin allein und zurückgelassen. Daher können wir diesem Bericht als realitätsferne Selbstbeweihräucherung leider nicht zustimmen. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.